keine Ahnung, ob das jetzt hier funktioniert. Ich weiß es wirklich überhaupt gar nicht. Ich bin mit Sicherheit unzufrieden mit dem Ton, der jetzt hier gerade herrscht. Ich werde mir nochmal ein anderes Mikrofon zulegen. Es ist ja nicht so, dass hier sonst mit Ton nichts gemacht wird. Ne? Also, jetzt bin ich tot. Montag. Montagsvideo. Juhu. Und ich dachte, ich mache mal was ganz Neues. Probier mal was Neues aus. Also ich habe das schon mal gemacht. Die Technik kenne ich schon, aber ne? Technik ist bekannt. Aber ich probiere es einfach mal heute mal was anderes aus. Da kann man was Neues machen. Mal was Neues. Und das ist auch letztendlich genau das, worauf es bei uns angeblich kopfkrank. Ich sage mal angeblich, weil ich glaube ja immer noch, dass wir Depressiven ganz normal sind, weil wir das alles nicht normal finden, was so um uns herum passiert. Aber Normalität wird ja nicht von einer kleinen Gruppe bestimmt, sondern von einer großen Gruppe. Und je mehr Menschen da sind, desto mehr bestimmen sie die Normalität. Und das Verhalten von depressiven Menschen ist eben in dieser Welt nicht normal, was es für uns Depressive natürlich auch noch schwieriger macht, uns zu behaupten. Das ist eben nicht so einfach. Und ich habe festgestellt, oder ich weiß einfach, wie es bei mir ist, dass ich am besten mit dem ganzen Kram zurechtkomme, wenn ich mal auf einen Mittelaltermarkt gehe. Nee, also könnte ich natürlich machen, aber am besten ist es, wenn ich was ausprobiere, was ganz Neues ausprobiere. Und wenn ich sowas mache, dann, jetzt muss ich mal an diesen Mittelaltermarkt denken, egal, wenn ich sowas mache, dann setzt das in meinem Kopf immer Endorphine frei, oder ich weiß nicht, ob die da freigesetzt werden, aber dann geht es mir immer gleich ein bisschen besser. Dann kann ich auch die Welt leichter verändern oder eben auch die Welt leichter ertragen. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Also gut, das, heute zu meinem Video zu machen, ist auch so eine Geschichte. Aber in erster Linie geht es darum, die Normalität, die eigene Normalität zu verlassen. Also einfach mal aufstehen, rausgehen, mal rückwärts einkaufen gehen, also mal durch den Kassenbereich gehen und so rum einkaufen gehen. Man muss natürlich dummerweise zum Kassenbereich zurückgehen, das heißt, man klaut den ganzen Kram. Das ist auch was ganz Neues, ne? Eine ganz neue Erfahrung. Je mehr Nervenkitzel, ich habe irgendwann angefangen, alles mit der linken Hand zu machen. Also mal abgesehen, dass ich auch angefangen habe, mit der linken Hand zu schreiben. Alles, was ich sonst mit rechts mache, wo ich dann so die Momente, in denen ich merke, oh, jetzt dann nehme ich die linke Hand. Und das ist eine unheimlich gute Sache, um sich von, um die Gedanken mal zu fokussieren und nicht permanent irgendwie in die Gegend schweifen zu lassen und Dinge auszuprobieren in seinem Kopf, die am Ende zu nichts führen. So, es führt ja immer alles zu nichts, leider, bei uns Leuten. Und deswegen ist es gut, immer mal wieder was Neues zu machen. Ja, so, also. Neues Büro, ja, alles neu macht der August. Ne? Ich hatte letzte Woche übrigens Geburtstag, für die Leute, die mir noch gratulieren wollen, am 10. August hatte ich Geburtstag und bin sehr alt geworden. Deswegen, aber es war schön, diesen Geburtstag wieder mal anders verbracht zu haben. Also ich verbringe den immer sehr, sehr in Ruhe, aber ich verbringe ihn immer ein bisschen anders. Und so ein bisschen Normalität, ein bisschen Rituale sind, ein paar Rituale sind wichtig, die müssen auch stattfinden, um mir Sicherheit zu geben. Aber, das ist wichtig, trotz der Rituale ist es gut, immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Also mal Fahrrad fahren, wenn man die ganze Zeit im Auto fährt. Warum nicht einfach mal von Nürnberg nach Hamburg mit dem Fahrrad fahren, ne? Zum Beispiel, ne? Oder Hannover. Von Hannover nach Hamburg ist nicht so weit weg, ne? Also, oder andersrum. Also ich meine, ich müsste natürlich erstmal nach Hannover kommen. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Einfach mal was anderes machen. Zur Arbeit fahren und mal einen anderen Weg nehmen. Einfach mal einen anderen Weg fahren. So. Oh, klappt das? Es wird klappen. Ich weiß, es wird klappen. Fahrt einfach 10 Minuten früher los, ist ja ganz egal. Und verfahrt euch doch einfach mal. So.
Oder ja, also, wie gesagt, also, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, um Dinge mal anders anzugehen. Und ich empfehle das massiv uns Depressiven, weil es in meinen Augen oder nach meiner Erfahrung uns unglaublich hilft. Wirklich Wahnsinn. So. Und das ist ja letztendlich auch genau das, worauf es ankommt. Ja. Ja. So. So, Montag. Wenn ich wahrscheinlich gleich den Ton beim Video höre, dann denke ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ist halt einfach so heute. Ich bastel nochmal an den Ton. Irgendwas wird mir noch einfallen, dass es ein bisschen schick klingt. Kriegen wir schon hin. So, gut. Das war's. Genießt den Montag, genießt die ganze Woche. Wir sehen uns Mittwoch nochmal wieder. Und für Mittwoch habe ich noch was anderes Schönes. Und dann werden wir mal gucken, was alles mal passiert. Achso, ich weise nochmal darauf hin, weil viele von euch haben den Dystemie-Text auf diesem Kanal schon gesehen und gehört. Hier kann man sich den angucken. Guck mal, ob ich jetzt auf diesen Link genau zeige. Da könnt ihr euch den nochmal angucken. Und wenn ihr den zu Hause haben wollt, den Text, den gibt es jetzt ab 26. August zum Download. Und jetzt auch schon, wenn ihr möchtet, auch schon zu kaufen als CD mit tollen anderen Texten. Ja, Werbeeinblendung. Ich verdiene daran nichts, bis auf euer Lob. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Ja, das war's. Zack, aus vorbei. Neue Wohnung, alles anders. So, mit diesem, ich werfe mit einem Messerwurf, werde ich jetzt die Kamera ausschalten. Und tschüss.